Ein herzliches Willkommen und Hallo zu dem Hostess Manager 2018. Wir sind hier gerade dabei, unseren Kabarettclub hier zu dem besten Kabarettclub der Welt zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier reingeraten sind. Aber wir reden jetzt hier nochmal mit der werten Yuki. Ich kann euch wirklich nicht sagen, was da passiert ist. Also wir sind irgendwie in der Straße vorbeigelaufen und auf uns wurde übrigens der Kopfgeld von 100 Millionen ausgesetzt, wenn es den einen oder anderen noch interessiert, weil spielt ja keine Rolle. Daraufhin wurden wir hier irgendwie reingezogen in einen Kabarettclub und namens Vorschein. Und dort haben die Ladies, die dort arbeiten, ein großes Problem. Und zwar, dass sie kurz vor der Insolvenz stehen. Dazu wurden sie jetzt noch von einem Konkurrenten ausgestochen und stehen kurz vor der Pleite. Und wir wurden jetzt hier als Manager eingestellt. Ja, und wir müssen jetzt hier auf die Frauen aufpassen. Das ist so strange und merkwürdig, aber weil das ist halt Yakuza. Also, oh, Kira-san, thank you for all your hard work. I wanted to explain how the Cabaret Club League works and a few more details about running the club. Do you have a sec? Let's do it. Genau, das Einzige, was noch zu erzählen ist, wie gesagt, wir wurden hier bei dem wunderschönen Wettbewerb angemeldet und uns wurde hier gesagt, dass uns wurde hier gesagt, bei dem Kabarettclub, dass wir Grand Prix, dass wir dort eben angemeldet worden sind und nun gezwungen sind, dort mitzumachen. Ich sag Leute, es ist alles strange, man. Es ist alles sehr, sehr strange. Aber nun gut, so ist es halt. So, yeah, thanks. Great. Let's just start at the top then. Kabarettclub Grand Prix. Your goal in this tournament is to win the league and make Vorschein the number one club in the country. Victory is determined by how much profit you rack up during a single operation. Partner up with the stores in Southern Bori to increase your fan base, recruit more members for your crew, and prepare for the ultimate battle of sales. Talk to Yuki whenever you are in the club to open a menu that allows you to organize which girl will work and perform other club operations. At Vorschein's rank goes up, several matches and sub-stories will begin to open up with the affiliated league champion club. By defeating the champions club, Vorschein can challenge other leagues and obtain platinum hotests. So be proactive in progressing through the story as well as operation battle. By growing the club consistently, you will be able to make large sums of money more efficient. Oh, Leute, man. Heute ist nicht mein Englisch sprechender Tag. Work hard to make your club bigger and take down your rival clubs and lead Vorschein to become the number one club in Japan. Well, that's pretty much the big picture. Need me to repeat anything? No, move on. Yeah. So, that also makes sense. But what about the Cabaret Club Grand Prix? How do we make progress there? Oh yes, that. The Cabaret Grand Prix is made up of four leagues, and by taking down the first place club in the league, you can earn the right to enter the other leagues. Since Vorschein has entered the competition, they will have to start from fresh league. Your first order of business is to run through normal operations and raise the club profit ranking. Of course, growing our customer base is the only way we increase sales. We cast a wider net if we can keep partner up with local business in the area, so keep an eye for good partners in town. In Southern Bori, there are stores that you can pay to partner up with you. Partner venues will introduce more customers to the club, allowing you to increase Vorschein's fan count even further. And since more fans means more customers, your sales will shoot through the roof. So if you find a place that catches your eye, strike up the deal, become their business partner. No problem. I'm out on the street a lot. I'm sure I'll see some opportunities. That's great, thank you. And lastly, good morning. Oh, morning, Kyoko-san. Kira-san, I'm looking forward to working with you again. Yeah, likewise. I think we need a bigger roster if we're going to survive this. You're right. All the customers in the world won't matter if we don't have the stuff to handle them. You can also put out recruitment ads to get more girls for the club by selecting scouting from the menu and paying the operative fee. You can try your hand at recruiting.
It is not guaranteed that a girl will immediately join the club. However, so work that chum keep on recruiting. And also, there are some girls that will only join by clearing certain subsets. Pull out all the stops to amass the best girls and gather the feminine force to take down rival clubs. So we have to partner with business and recruit new hosts at the same time. Cover a club, our hard works. They are. But as long as we do our part, we're bound to get stronger and see better return. I think you'll make a great manager if you put your mind into it, Kirisan. I hope so. Well, looks like the cover curve is finally starting. Great. I guess you better fill me in how this handle things work. Yeah, I don't know too many details myself. What can you tell us, Yuki-san? Hi. Oh, that's right. Where do I start? Yes. Allow me. When do you get here? Ah, it's Bueno Izutaki. Greetings, indeed. It is Bueno Izutaki. I'm already not sure about this guy. He's an official play-by-play announcer of the Cavalry Club Grand Prix. Nobody knows Cavalry Clubs better than him. So he spices up the tournament with commentary for spectators. Oh, so why exactly is he here now? Well, Ming and Forshard wasn't meant to determine and be a special exception. I had to come to see the club for myself. Nothing tells you more than your own two eyes. Words I live by, my man. Oh, just the precision I'd expect from a special tournament announcer. But my. To think I've had the legendary hostess herself in the club like this. Legendary hostess? You didn't know? Back in the day, Yuki-san was the number one hostess in Sotten Bori. She was my whole inspiration for getting into the industry. Really? That's incredible, Yuki-san. Enough about me. It's all in the past. I'm just a regular old lady now. Anyway, on with the explanation. Oh, that's right. Let's discuss the Cavalry Club leagues after Grand Prix. Yes, let's. Firstly, Cavalry Clubs are divided into four different leagues. Das weiß ich alles schon. Wir sind in der Fresh League. The Fresh League, where new clubs like yourself land in hopes of finally finding their identity. Division is paradise-like, home of playboys and merrymakers and never-ending gala. The Executed League, drawing only the most upper-class clientele with screen-dried even the finest servers. The Millionaire League, dominated by multi-millionaires who throw around cash like confetti. And finally, the Cavalry Club Grand Prix Championship. Each league is home to 100 clubs, and in order to dominate the league, you must aim for the highest sales among them. All is starting with the clubs in the Fresh League for a shine. Okay, and what happens when we take the top spot? Should you rise first place in the league, you earn the right to challenge the league champion. And who could that be? Simply the regaining victor of the league, my man. The strongest of all 100 clubs, and always a club run by the Kanzaki Group, by the by. So the Kanzaki has more just than just are there. That means if we defeat the champion, we take the title away. Yes! That's correct! And it affords you the right to challenge other leagues. Followed to that is logical conclusion, where you have to become champion of all leagues. Yeah, then what? Then the true Cavalry Grand Prix begins, as you challenge the Grand Champion. The Grand Champion. And the current Grand Champion is... the largest club in the Kanzaki Group, with the highest sales in the nation. The world-renowned Sotten Bori Sunshine. Sunshine, that's the club that Kiara's mom runs. So to beat the Kanzaki Group, we need to conquer all four leagues, then take down Sunshine. Yikes, it's a long road ahead of us, huh? Yep. I wish I could say it would be easy too. But we're just going to have to buckle up, right over to Sunshine and run them down. That's the right attitude. Yeah, I do what I can too. You may be small, but you've got grumption for shine.
I shall see you here at the tournament and I wish you the best of luck. Thank you for the explanation, Buono-san. Fashion. I feel like this could get interesting. So, the curtain rises on the Cavalry Club Grand Prix. Forshine is in the first leg. That's your department, Connor. Yes! Not that I imagine they have any hope of reaching the league champion, but if they defy the odds, I expect you to crush them without hesitation. Understood? Yes, as you wish. I'm sure you'll come out on top no matter how things make out. You may lack experience, but your club still carries the Kentucky Group name. And I have no tolerance for anyone who disgraces us. Is that clear? Of course. I have no intention of losing. Kanzi-san is capable as Kana-san is. You know she's still new to the business, right? True that. Don't you think you might be totally stressing her out? Kanzi-san, you're scary. My apologies. Sometimes my true nature just slips out. But I just mean we all have high expectation for you. Consider it a challenge. Of course, I give my best. Good luck! Farshine, how far can they possibly go? Who knows, but I'm sure Kana can handle them, their club, and Yuki. They've met her aunt. Really? I think I'd be rather dull, honestly. Yuki-san, this isn't over between us. Rivalität pur, würde ich mal hier sagen. Auch wenn wir noch keine Ahnung haben, was genau zwischen den allen hier gelaufen ist. Kyo-san, keep up the great work. Immer doch. So, Yuki, leg mal los, oder? Jetzt will ich das nochmal machen, dieses blöde Spiel hier, auch wenn ich es noch nicht so ganz verstanden habe. Kyo-san, do you want to open the club? Yo. Krieg ich kostenloses Geld? Einfach so. Egal, ob ich gut oder schlecht bin, bisher Geld erhalte ich immer. So. Nein, kein Ranking-Match. Club Management. Ja, ich habe 3 Mädels, also habe ich nicht so die große Wahl. Oh, stimmt, die können wir jetzt anpassen. Okay. 10.000. Cute, elegant. Na komm, das lassen wir. Ja, Leute, was wir hier für einen Scheiß machen. Ich wollte es nochmal angemerkt haben. Achso, ich kann nur bei Kyoko kann ich das ändern. Okay, dann machen wir halt nur bei Kyoko. Boah, wie teuer das alles ist. Oh, Bunny. Ah, Bunny Girl. Nein, für Bunny Girl sind wir noch nicht bereit. Für Bunny Girl sind wir noch nicht bereit. Ich passe jetzt mal nicht an. Die Musik ist übrigens sehr strange. Championship, machen wir einfach ganz normal. Oder machen wir jetzt mal Scouting. Nachhaltigen. Jo. Nobody came. Sehr geil. Schönes Geld rausgehauen. So, Fresh League. Also, hau mal raus, Mann. Das ist krass, das ist einfach Kirius an diesem Anzug, Mann. Das ist so geil. Okay. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Also. Wir haben hier. Ich muss mich halt noch ein bisschen reinfinden. Also, das ist einer, der viel reden will. Ja, die haben alle ziemlich wenig. Das ist das Schlechte. Und sind alle schlecht gelaunt, das ist sehr gut. Tu mal Sherry hinschicken. Das wird schon schief gehen. Ich hoffe, deine Diplomatie könnte gehen. Ja, schau gerne schon 10.000 Yen. Mal Geld kriegen wir immer. Also ich glaube, man kann da gar nicht so sehr versagen, dass man da gar nichts rausbekommt. So. Aber ganz entspannt. Aber letztes Mal, da ging es dann viel zu sehr los. Da hatte ich da keine Power mehr. Er sieht aktuell noch ein bisschen wenig los.
Jetzt ist es viel entspannter als beim letzten Mal. So. Also. Der sucht nach Love. Ja, super, das haben die beide sehr wenig. Hm. Bringt uns natürlich nicht, wenn wir immer da Leute haben, die halt nicht passen auf die. Schau gern zum Beispiel hier. Der redet viel und dann macht sie voll fertig, Mann. Aber ich kann nichts dafür, wenn ich keinen hab, bei dem das wohl passende Werte sind. Das ist halt das Dumme. Oh, jetzt wird's wieder zu voll. Oh, apologies. Köstler für unsatisfied. Ja, das ist nicht so gut. Aber ich sage, das bringt mir nichts, wenn es einfach nicht klappt von der Konstellation. Ja, schon wieder Love. Bringt mir ja nichts, Mann. Ich habe keine Love hier verteilt. Schau dich an, das ist ja alles bei denen ganz schlecht. Egal. Ja, was soll ich, Mann? Ein bisschen Kohle kriegen wir schon, das läuft ja Der mault. Der ist ganz entspannt. Aber der beschwert sich die ganze Zeit. Hey. Muss ich hier wieder... no photos. Alter. The Mensch is working hardest for the girls. Genau, das sollen die sehen. Alter, macht einfach Fotos, Mann. Wo kommst denn du hier? So, Skill. Ja, das kann klappen. Das kann klappen. Da hat sie gar nicht so wenig. Die kann reden. Das macht's, Mädel. Also bei den beiden läuft's, bei denen irgendwie nicht so. Das ist aber Businessmann, der haut einfach Geld raus, das passt schon. Aber letztes Mal waren es mehr. Also letztes Mal haben wir viel mehr eingenommen. Ja, seht aber, da geht schon besser was. So, das ist Zeit vorbei. Der war, glaube ich, ganz zufrieden. Jo, einer, der mal zufrieden war. Das Einzige, was ich noch nicht verstanden habe, wie das mit der HP von denen funktioniert. Weil, ihr seht ja, ich meine, der ist jetzt hier ganz entspannt draußen. Sie kann sich jetzt ein bisschen erholen, aber wenn jetzt jemand kommt, muss ich sie hier reinschicken. Ich habe ja keine andere Wahl, weil sonst haut der Gast einfach wieder ab. Guest left. Ja, mal. Besser als unzufrieden. So, 100.000. Oh, Leute, letztes Mal hatten wir fast 200.000. Guest Life. Ja, alles nicht so gut. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten an unseren Mädels. So, jetzt schauen wir mal hier. Talk. Ja, komm, dir doch. Das könnte was werden. Ah, nein, der hat Love, Entschuldigung. Oh, nein. Na, ist wurscht. Der Ansager. Ich schicke dir auch gerne ein zweites Mädel hin, einfach so. Die ist K.O. Wurscht. Servus. Ja, und der will wieder reden, ja. Das wird schon. Wieso bin ich da? Ja, ist wurscht. Komm, 135.000, das geht ja. Bisser Geld, geht noch. Nix. Ein bisser Geld hätte ich nochmal raushauen. 135.000, weiß nicht, ob das gut ist. So, 95.000. Wow, unser Bestes. Top Rank 5. Oh, wow. 1,2 Millionen. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen was. Außer Kyoko verdient viel Geld, Mann. 71.000. Hey. Und wir kriegen immer ein bisschen Geld dazu. Das ist doch das Wichtigste. So. Dann schauen wir mal. Cavalry Club Grand Final. Okay, hier können wir schauen.
Ja, aber das ist auch nicht notwendig. Das Wichtige ist halt, dass man hier wirklich auf die Straße geht und Mädels findet für den Club. Aber Leute, das machen wir nicht jetzt, denn eigentlich haben wir irgendwie Probleme. 100 Millionen, ihr wisst, Kopfgeld, irgend sowas Unwichtiges. Da machen wir erst beim nächsten Mal weiter, denn nun machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann ja weiter mit Let's Play Yakuza Kiwami 2. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.